Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, ein großer Tag für gute Taten, kann man sagen, in Bruck an der Mur, ein Kongress, der eigentlich alle angeht, nicht nur die, die hier im Saal sitzen und zuhören. Das geht alle an. Die Pflege ist eine Sache, die uns sehr bewegt, die eine große Herausforderung ist. Wir haben derzeit in der Steiermark ca. 12.000 Demenzkranke. Wir werden 2025 16.000 Demenzkranke haben, 22.000 Demenzkranke haben. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die noch weiterschreitet. Und daher ist wichtig, dass sich alle, die sich mit der Pflege beschäftigen, solche Kongresse besuchen, um den richtigen Weg zu finden. Um auch die Persönlichkeiten zu haben, die die Pflege machen, weil das ist eine höchst menschliche, aufopfernde Arbeit. Und dafür möchte ich allen, die in der Pflege tätig sind, herzlich danken. Wir wissen das zu schätzen. Wie groß ist die Gefahr, dass all das, was Sie vorhaben, Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, nicht mehr finanzierbar ist? Also die Finanzierung ist eine schwierige Sache. Wir finanzieren jetzt circa von der Sozialhilfe 82% der Gelder gehen in die Pflege. Wir brauchen hier den Bund ganz stark. Wir haben derzeit einen Pflegefonds, der ein Beginn ist, der aber weiter nicht ausreichend dotiert ist. Hier brauchen wir neue Einnahmen, um den Pflegetopf stärker zu dotieren. Und ich werde von der Forderung, eine Pflegeversicherung einzuführen, dass jeder Sicherheit hat, wenn er Pflegefall wird, auch ein Pflegebett zu bekommen, werde ich nicht abrücken. Und wenn es nicht gleich geht, dann werden wir weiterkämpfen dafür. Nun sagt man, solange Siegfried Schrittwieser sich mit Sozialem beschäftigt, solange haben wir ein Netz. Aber auch Sie müssen die Gelder auftreiben. Und über den Fiskus, die öffentliche Hand, wird nicht alles finanzierbar sein. Und wenn man denkt, dass der Österreicher eigentlich ein sehr spendenfreudiger Mensch ist, das sieht man bei allen großen Spendenaktionen, Licht ins Dunkel und dergleichen, glauben Sie, dass irgendwann einmal der Bürger auch seinen Anteil leisten muss? Ja, die Spende ist eine Sache, aber es kann das Pflegesystem in Österreich nicht von Spenden abhängen. Das braucht ein staatliches Fundament und die Bürger sind ja bereit, bei der Pflegeversicherung einzuzahlen. Es gibt viele, die nicht so viel verdienen und sagen, ich würde auch einzahlen, wenn ich dann ein Pflegegebett bekomme, wenn ich es brauche. Aber bei der Pflegeversicherung in der Bundesregierung gibt es derzeit ein Argument der ÖVP, die sagen, es dürfen die Lohnnebenkosten nicht steigen und daher gibt es die Pflegeversicherung. Ja, das kann es ja wohl nicht sein. Das ist so ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft, der die Leitsicherheit gibt. Sag, aber Versicherung gibt es keine, weil die Lohnnebenkosten nicht steigen dürfen. Dieser Standpunkt ist veraltet, ist unmenschlich, unsozial. Und ich hoffe, dass man nach der Nationalratswahl im Herbst, wo man ein neues Regierungsübereinkommen macht, von diesem Standpunkt abgeht. Ist es nicht beschämend, dass auch aus solchen wirklich wichtigen sozialen Themen oft politisches Kleingeld gewechselt werden soll? Ja, das ist beschämend, weil ich sage, die Pflege hat kein politisches Marschall. Ich weiß auch, dass alle, die in der Pflege politisch tätig sind und im Sozialbereich, das anders sehen. Aber insgesamt glaubt man immer, man tut irgendwas Besonderes, wenn man da Zuschüsse gibt über einen Pflegefonds. Das ist nicht ausreichend, das gehört ordentlich dotiert. Wir wissen, das Budget nicht ausreicht. Da müssen halt Steuern über Besteuerungen höher reinkommen oder über die Finanztransaktionen neue Steuern hereingenommen werden. Aber wir brauchen sie, weil ansonsten wir einen Zustand bekommen, wo die Leute, was die Pflege betrifft, nicht in Sicherheit leben können. Und das will ich nicht und wollen viele nicht. Finanzkrise hin und Wirtschaftskrise her. Wie wirkt sie sich denn aus auf das, was Sie in Ihrem Ressort betreiben wollen? Schauen Sie, das ist ja nicht so bei unserem Ressort, dass wir sparen. Wir haben ja zum Beispiel im Jahr 2013 wieder 28 Millionen mehr im Sozialbudget, nicht weniger. Was wir versucht haben, ist die Kostensteigerungen einzudämmen. Aber Dinge, die unbedingt notwendig sind, die werden in der Steiermark und müssen in Österreich auf alle Fälle passieren. Und da hat der Staat die Aufgabe, wenn er sich sozialer Staat nennt, auch die Mittel dafür aufzubringen. Und wenn ich es nicht habe, muss ich dort bei jenen, die viel Geld am Steuertopf vorbeiführen, schauen, dass ich es einfange und die Mittel dafür habe. Das kann nicht ein Entweder-Oder geben. Das kann ich nicht akzeptieren. Kann man sagen, dass der Bund da und dort blockiert? Derzeit ist es so, dass der Bund auf die Versicherung nicht aufspringt, weil er Unsicherheiten hat, weil sie nicht wissen genau, weil auch die ÖVP sagt, vor allem die Wirtschaft, Lohnnebenkosten dürfen nicht steigen.
Und da habe ich kein Verständnis dafür. Ich hoffe, dass dieser Standpunkt sich verändert nach der Wahl, weil eben ansonsten die Regierung hergehen muss und neue Steuern einführen muss, für die, die eh keine zahlen, von denen, die eh keine zahlen. Eins von beiden wird geschehen müssen, weil der jetzige Zustand ist nicht befriedigend. Und ich sage noch dazu, für die aufopfernde Arbeit, die die Mitarbeiter und Mitarbeiter in der Pflege machen, verdienen sie nicht das, was sie verdienen würden. Und das ist auch eine Schande. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass Sigi Schrittwieser all das auch lebt, worüber er spricht. Und wenn man liest, miteinander Mensch bleiben, so trifft das eigentlich auf Ihre Philosophie zu. Ja, wenn Sie das so sagen, wird das so sein. Ich freue mich, wenn das so erkannt wird. Viel Glück, viel Erfolg, vor allem im Sinne jener, die diese Hilfe brauchen. Ich danke.